Ich habe selten einen Amazon-Verkäufer getroffen, der nicht gerne Bestseller in seinem Markt werden würde. Und in diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, was der Bestseller-Banner ist, wie du Bestseller in deiner Nische wirst, aber auch, ob du überhaupt Bestseller sein möchtest. Denn entgegen der Erwartung ist das Bestseller-Badge definitiv nicht ausschließlich und immer etwas Positives. Im Gegensatz beispielsweise zum Amazon's Choice-Badge. Wie du das bekommst und was das ist, zeige ich dir im nächsten Video. Das bedeutet, wenn du dich grundlegend für Amazon FBA interessierst und grundlegend Interesse daran hast, deine Produkte erfolgreicher zu verkaufen mit echten Strategien, die funktionieren, dann abonniere diesen Kanal und verpasse das Video zum Amazon Choice Badge auf gar keinen Fall. Sprechen wir kurz über den Bestseller, beziehungsweise ich zeige es euch einmal ganz kurz. Wir scrollen mal hier runter. Ich habe zum Beispiel jetzt einfach mal Digitalkamera eingegeben. Und wir sehen hier beispielsweise einen Bestseller. Ich glaube, jeder hat das schon mal auf Amazon gesehen. Bedeutet ganz kurz, dass dieses Produkt jetzt hier in diesem Fall, die Canon EOS 2000D, das am meistverkaufte Produkt aus der Kategorie digitale Spiegelreflexkameras ist. Was ist der Effekt davon, dass er diesen Bestseller-Rank bekommt, beziehungsweise diesen Bestseller-Badge? Ja, wir können zum Beispiel, wenn wir hier mal raufgehen, ja, dann sehen wir auch, okay, das ist das Produkt, was ganz vorne ist, ja, Canon EOS 2000D. 100. Du kannst dich auf der Seite Amazon Bestsellers durchklicken und kannst mal jeweils auch schauen, wer ist gerade Bestseller, wer ist Bestseller in der jeweiligen Kategorie. Aber was bringt das einem? Und die Antwort ist relativ klar, wenn du das Bestseller-Badge hast, dann wirst du in Zukunft deine Verkäufe steigern können. Woran liegt das? An dem Vertrauen, was dein Produkt vom Kunden bekommt. Denn ein psychologisches Phänomen ist, dass wir uns unglaublich sicher fühlen, wenn wir etwas tun, was viele andere Leute mit uns tun. Vielleicht hattest du schon mal so eine Situation in deinem Leben, du warst dir nicht sicher, ob du etwas machen willst und dann hat irgendjemand gesagt, yo, ich bin dabei, ich mach das mit und dann hat sich noch einer gemeldet und noch einer gemeldet und dann hast du gesagt, ach, jetzt bin ich auch dabei. Und das ist auch der Grund übrigens, warum Produkte mit vielen Bewertungen etwas besser konvertieren als welche ohne Bewertung. Nicht, weil die Bewertungen gut sind, das ist wieder eine andere Art und Weise der Überzeugung, sondern weil der Kunde das Gefühl hat, dass dieses Produkt oft verkauft wird und dementsprechend er auch nichts damit falsch machen kann, wenn er auch dieses Produkt kauft. Und so zeigt natürlich dieses Bestseller-Badge, okay, dieses Produkt wird sehr oft verkauft, es wird von Amazon ausgezeichnet und dementsprechend denkt der Kunde, okay, dann kann mir nichts passieren, wenn ich das Produkt kaufe, das muss schon irgendwie was Vernünftiges sein, sonst würden es nicht so viele Leute kaufen. Das bedeutet, es ist definitiv ein sehr, sehr positiver Punkt, sowohl für deine Klickrate, mehr Leute klicken drauf, weil sie diesen Badge eben sehen und auch für deine Conversion, weil man eben Bestseller ist. Jetzt ist die Frage natürlich, wie wird man Bestseller? Ja, wie wirst du mit deinem Produkt Bestseller? Und das ist die wirklich interessante Frage, die man nicht alleinstehend betrachten darf, wenn man zur richtigen Lösung kommen möchte, sondern auch gleichzeitig schauen möchte, ob man überhaupt Bestseller sein will. Denn schauen wir uns das einfach mal an. Beispielsweise, wir sind jetzt in Digitalkameras und wir sehen, okay, das hier ist das Produkt, was die meisten Verkäufe macht. Das bedeutet aber nicht auch gleichzeitig, dass es die größten Gewinne macht. Denn oft ist es so, dass der Bestseller einen relativ geringen Preis hat, verhältnismäßig zu den anderen Produkten. Ja, wir können jetzt zum Beispiel mal gucken, wie ist das in kompakte Systemkameras. Und da sehen wir beispielsweise hier, hey, dieses Produkt hier ist der Bestseller, weil es sich für 26 Euro verkauft und dann gibt es auch ein Produkt, das kostet 470 Euro. Das bedeutet, das ist fast 20 Mal der Preis. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem Produkt mehr verkaufst, selbst wenn dein Produkt eigentlich geiler und besser und interessanter ist, als der für 26 Euro verkauft, ist sehr, sehr, sehr gering. Und in diesem Fall möchtest du gar nicht versuchen, krampfhaft so viele Verkäufe zu machen, dass du mehr Verkäufe machst als der. Wir können uns das auch mal anschauen mit Helium 10, dass der für teurer wahrscheinlich sogar mehr Umsätze macht. Ja. Genau, hier sehen wir es zum Beispiel, ja. Er macht 1192 Verkäufe im Monat, ja, das ist Helium 10, wenn du dich mehr für Helium 10 interessierst, klick unten in der Beschreibung auf den Link, nutz den Code BYL10 und spar damit 10% jeden Monat oder BYL50 und spar damit 50% vom ersten Mal. Schau dir aber, bevor du da irgendwas kaufst, bitte an, wie das Tool konkret funktioniert, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Mehrwert. Und wir sehen jetzt hier in diesem Fall, dass dieser Artikel, den wir uns hier gerade angucken, haben wir 26 Euro, 31.000 Euro Umsatz macht im Monat und der zweite macht 65.000. Ja, das bedeutet, der ist zwar nicht Bestseller, macht aber mehr als das Doppelte an Umsätzen. Hier sogar 218.000.
ja, und der wird noch teurer sein. Der kostet 2600, diese Kamera. Das bedeutet, der macht auch nicht nur mehr Umsätze, sondern vermutlich auch eine höhere Marge, höhere Gewinne, weil er durchschnittlich einen höheren Verkaufspreis hat. Muss nicht immer so sein, es kann auch sein, dass er unverhältnismäßig viel im Einkauf bezahlt, aber in der Regel ist es so, dass auch teure Produkte in derselben Nische mehr Marge haben, weil der Versandpreis ist der gleiche oder sind sehr ähnlicher, die Lagerungskosten sind gleich, die Einmaligkosten, die bleiben auch genau gleich und am Ende des Tages hat man halt in dem Markt natürlich noch den höheren Scale, ja, weil man einen ähnlichen Preis für den Einkauf bezahlt, vielleicht ein bisschen mehr, weil die Qualität besser ist, aber alle anderen Preise eben gleich sind, dementsprechend mehr Marge hat. Das heißt, in diesem Fall wärst du lieber der Verkäufer dieses Produktes oder wärst du lieber der Verkäufer dieses Produktes? Ist, denke ich, klar, du willst die 218.000 machen. Und das ist auch so wichtig zu beurteilen, wenn man sich die Bestseller anschaut. Das muss nicht immer so sein. Es gibt auch Märkte sicherlich, da ist der Bestseller bei einem ähnlichen Preis und du kannst versuchen, ihn zu schlagen. Aber meistens ist es so, dass die Bestseller sehr geringe Preise haben oder aber auch eine ganz andere Strategie fahren. Und das möchte ich dir jetzt kurz aufzeigen. Denn wenn du dich im Grunde genommen für ein Produkt entscheidest, kannst du dir schon darüber Gedanken machen, in der Produktfindungsphase, ob du ein Bestseller-Produkt machen möchtest oder, wie ich es nenne, ein Value-Produkt. Ein Bestseller-Produkt funktioniert über die Anzahl der Verkäufe. Ja, das bedeutet, das macht ihren Gewinn durch die Anzahl der Verkäufe. Das heißt, über den Scale. Ja. Und das Value-Produkt, das macht die Gewinne über die Marge, über den Return on Invest. Das bedeutet, beispielsweise, du hast zwei Verkäufer, ja, beide ein sehr ähnliches Produkt und der Bestseller würde sich dafür entscheiden, das Produkt zu verkaufen für 19,99 und 2 Euro Gewinn zu machen pro Verkauf. Ja. Und der Return on Invest Guy, der würde sich dafür entscheiden, das Produkt für, sagen wir einfach jetzt mal, das ist nur ein Beispiel, ja, für 27,99 Euro zu verkaufen und hat da zum Beispiel 6 Euro Gewinn. Und jetzt ist das Ding, du kannst nicht sagen, wer von den beiden erfolgreicher sein wird, weil du jetzt noch nicht weißt, wie oft welches Produkt verkauft wird. Aber das Ziel natürlich hier ist es, möglichst viele Produkte zu verkaufen. Er müsste in dem Fall jetzt mehr als 3-mal so viele Produkte verkaufen, was auch realistisch sein kann. Ja, sehen wir ja hier auch, er macht 1000 Sales, der andere macht 100 Sales. Um den sozusagen zu schlagen. Aber das sind zwei vollkommen verschiedene Businessmodelle. Denn das ist, sage ich mal, so das, was man am Anfang am besten machen sollte, weil du ein relativ geringes Startkapital hast. Ja? Also auch wenn du jetzt 10.000, 15.000 Euro hast, hast du ein in diesem Bereich geringeres Startkapital. Und dein Ziel ist es, dieses Startkapital so schnell wie möglich zu vermehren. Du willst so viel wie möglich rausholen. Es geht dir nicht darum, möglichst viele Produkte zu verkaufen oder möglichst große Umsätze oder Geld umzuschlagen. Das ist noch nicht so wichtig für dich, sondern dir ist wichtig, du hast am Anfang 10.000 und dir ist wichtig, wie mache ich aus diesen 10.000 in meinem ersten Warenumschlag 20.000. Ja, 100% Return on Invest, der soll möglichst hoch sein und ob das jetzt in 2 Monaten passiert oder in 4 Monaten, das ist dir gar nicht so wichtig. Ja. Die Person hier, die geht in das gleiche Produkt mit dem 4- bis 5-fachen an Startkapital. Ja. Der macht später 100 Sales im Monat, der macht 500 Sales im Monat. Deswegen muss er auch mit mehr Startkapital rangehen. Der macht viel weniger Gewinn, weil der viel mehr Kapital einschlagen kann, weil das Geld sich schneller drehen soll. Ja. Für ihn ist also nicht mehr wichtig, ob ich 50% Return on Invest mache oder 100%, sondern wie oft kann ich diesen Return machen, ja. Wie oft kann ich die Ware umschlagen. Das ist der Bestseller am Ende. Hier möchtest du den Amazon's Choice Banner bekommen. Wenn du einen Banner haben möchtest, was eine coole Sache ist. Ja. Dazu, wie gesagt, das nächste Video dann. Und es ist einfach wichtig, dass du siehst, dass du gar nicht unbedingt hier hin möchtest. Das ist cool. Ja. Ich kann dir sagen, dieses Produkt hier, dieses TP-Link, ist ein super erfolgreiches Produkt. Da kann man ja nichts zu sagen. Aber wir können auch mal wir können hier mal in alle Kategorien reinschauen. Wir können uns ja mal irgendwas anschauen. Sagen wir mal, gehen in die Baumarktnische. Und wir schauen uns an. Kamine, ist vielleicht eine interessante Nische. Ah, das Internet hat heute wieder besonders viel Lust. Ne? Man kennt es. Abluftsteuerung. Und jetzt kannst du in die Unterkategorie reingehen, zum Beispiel elektrische Kamine. Sagen wir mal, du würdest jetzt so einen elektrischen Kamin verkaufen wollen. Dann siehst du jetzt in diesem Moment, wenn das hier deine Produktidee ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, du wirst hier kein Bestseller werden, höchstwahrscheinlich, weil hier gibt es irgendeinen,
der verkauft so ein Ding für 36 Euro. Den wirst du wahrscheinlich verkaufstechnisch nicht schlagen. Das heißt, du kannst dir auch im Vorhinein, wie gesagt, in der Produktentscheidung schon mal den Markt angucken, die Nische angucken und kannst dann auch mal mit Helium 10 sehen, okay, wie viele Verkäufe müsstest du machen, um Bestseller zu sein? Ist es möglich, Bestseller zu werden? Und vielleicht sogar auch, das ist eine interessante Sache, wenn du dein Produkt später anlegst, ob du zum Beispiel sagst, hey, gehe ich in elektrische Kamine oder sagen wir mal hier zum Beispiel, gehe ich in Kaminöfen oder in elektrische Kamine? Denn selbst wenn du einen elektrischen Kamin hast, könntest du auch in Kaminöfen theoretisch reingehen und könntest dann zum Beispiel gucken, okay, wo ist es einfacher, Bestseller zu werden? Wo macht der aktuelle Bestseller weniger Verkäufe? Das ist auch eine interessante Strategie, aber wie gesagt, in diesem Video soll es in erster Linie dazu gehen, wie du wirklich mit einem bestehenden Produkt Bestseller wirst. Und das wirst du eben, indem du deine Verkäufe ankurbelst. Dazu gibt es natürlich Millionen Wege, aber in erster Linie sind die Bestseller eben immer die günstigen. Das muss man einfach so sehen. Hier sehen wir es auch wieder. Ja, der macht 167 Sales, hat ein Produkt für 36 Euro. Es ist sehr schwierig, wenn du jetzt, wir können ja mal gucken, 189 Euro. Wenn du jetzt deinen Rechner rauspackst und siehst, okay, wenn ich Bestseller werden will, dann muss ich 100, sagen wir mal 170 Verkäufe machen ungefähr und das mal 190 Euro. Was ist das für ein Umsatz? 32.300 Euro. Das heißt, du müsstest alle bestehenden Verkäufer so stark outperformen, um Bestseller zu werden. Das ist fast unmöglich. Das heißt, in dieser Nische willst du nicht Bestseller werden. Du konzentrierst dich gar nicht darauf. Ja? Das ist nicht das Ziel. Du verkaufst dein Produkt lieber für etwas mehr, hast einen höheren Return on Invest, machst mehr Gewinne, anstatt einfach nur Geld sozusagen durchzujagen. So, und wenn du in einer Nische bist, theoretisch, in der du Bestseller werden könntest, wo du siehst, hey, der Bestseller verkauft für einen ähnlichen Preis wie ich, ja, oder du bist vielleicht sogar mit deiner Positionierung dieser Typ, der jetzt hier den günstigeren Preis hat, weil das ist ja ein anderes, das ist ja im Grunde genommen, der verkauft in dieser Kategorie, obwohl er eigentlich ein ganz anderes Produkt hat. Ja, dann könntest du natürlich hingehen und sagen, okay, pass auf, jetzt gehe ich aber darauf, Bestseller zu werden und jetzt pumpe ich vielleicht ein bisschen mehr Geld noch in Werbung, auch wenn es so gesehen meine Marge ein bisschen runterzieht, aber wenn du diesen Bestseller-Badge hast und das wirst du spüren, dann gehen deine Verkäufe nach oben. Also, abschließend zu diesem Video zu sagen, ganz wichtig, du willst nicht unbedingt Bestseller sein, begutachte gut, ob du Bestseller bist. Bist du eher der Typ, der sehr viel Kapital, sehr viel Geld mitbringt und Geld schnell möglichst durchrasen möchte? Das ist nichts für einen Anfänger, niemals. Auch wenn du jetzt mit 100.000 Euro startest, ist nichts für dich. Das sollte man nur als erfahrener Verkäufer tun. Auch vor allem mit Warenlagerbestandsplanung und so weiter und so fort spielen da viele Rolle. Darum musst du dich sonst als Anfänger erstmal gar nicht bemühen. Oder möchtest du lieber jemand sein, der ein Produkt eher in einer höheren Preiskategorie verkauft, deutlich höhere Margen macht, mehr Geld pro Verkauf generiert und wirklich darauf aus ist, sozusagen erstmal eine Masse an Geld und Erfahrung anzusammeln, bevor er sich vielleicht mal dazu entscheidet, okay, jetzt gehen wir mal ein Produkt mit 50.000 plus ran. Ja, und dann kommt es natürlich auch auf den Markt an. Zum Beispiel diese Kamine sind jetzt nicht so groß, diese Kameras, die wir gerade gesehen haben, ist natürlich ein fetter Markt. So, ne? Gibt andere Märkte, wenn wir jetzt vielleicht, keine Ahnung, in einen Beauty reingehen oder in einen Garten reingehen, wo wir Nischen finden werden, da machen die ersten 5 Verkäufe alle über 1 Million. Ja? Da musst du halt auch gucken dann, wenn du das siehst, 1 Million Umsatz, du wirst kein Bestseller werden, wenn du nicht selbst 1 Million Umsatz machst oder mehr, weil du das gleiche verkaufen musst. Und wie viel Geld müsstest du haben, um erstmal Produkte einzukaufen, um dahin zu kommen? Ja? Also dieser Bestseller-Badge, coole Sache. Geil, wenn man ihn hat. Geil, wenn man da von der Produktpositionierung hat. Ich zum Beispiel habe ein einziges Produkt, wo ich den Bestseller-Badge habe, wo es Sinn macht, wo ich sozusagen dieser günstigere Anbieter bin, weil das Produkt sich deutlich unterscheidet und ich trotzdem eine sehr gute Marge habe. Ja, aber ansonsten kann ich es tatsächlich so gesehen bei den meisten immer nicht empfehlen und dieser Mythos um den Amazon, um den Bestseller-Button ist meiner Meinung nach ein bisschen überbewertet, was tatsächlich sehr geil ist, wenn man den Amazons Choice-Button hat, den kann nämlich jeder bekommen und der lohnt sich auch für jeden. Also, in dem Sinne würde ich sagen, das wirklich spannende Video kommt dann hier nach. Schau dir es dir unbedingt an und wir sehen uns bis dahin, Leute. Ganz viel Erfolg weiterhin beim Verkaufen und haut rein. Ciao.